Grüß euch. Ne? Das geht ab. Hast du gut eingeschätzt offline, ne? Warte mal, ich muss jetzt gerade nach. Wo ist jetzt mein Chatbot? Oh, weiter geht's. Schauen wir mal. Ich weiß halt nicht, wie lange das Spiel jetzt noch dauert, ne? Das würde mich jetzt wirklich brennend interessieren. Wie viele Bosse wir jetzt noch vor uns haben. So, wechseln wir mal die Szene. Perfekt. Was? Kann das im Test. Wieso hast du geglaubt, dass ich gleich. Ach Gott, hier sind wir ja. Ich glaube, ich sollte dein Streambot werden. Ich kündige deine Streams an, bevor du. Ja. Wäre geil. Ja, den hatte ich jetzt vergessen, dass wir hier bei dem. Bei dem stehen, ne? Ah, das ist nur ein Wind-up. Da könnte ich einfach. Na komm her. Oh ne, das wollte ich nicht. Muss man das parren, meinst du? Glaubst du, kann man diese Stampfattacke parren? Oh, weg. Oh Gott, ne. Da habe ich gepennt. Ja, so wird das nix hier. Hey, bleibst du mal hier, bitte? Ja, die kann man parren. Okay. Ja, das war jetzt weniger schön. Weg. Okay. Servus. Boring, sagt er. Gut, ich fang den generell jetzt mal von neu an. Das wird so eh nix. Den angeblich schwersten Boss in Sekiro. Angeblich. Okay, da tut er gefährlich, macht seine Posen. Ah, ich habe den Counter nicht gestartet. Vergesst es immer, warte. Ah, Mann. Es ist auch bescheuert, dass ich den immer manuell starten muss. Das ist ein bisschen nervig. So, jetzt ist er gestartet. Jetzt bekomme ich gleich aufs Maul und bin tot. Pass auf. Ja, toll. Komm, lege mich direkt wieder hin. Wegen dem scheiß Counter. Ich spiele mal Dark Souls mit einem Mod. Ich habe Dark Souls schon so oft gespielt. Welches denn? Das erste? Immer auf den Eier, sagt ihr. Ganz easy cheesy. Er frisst eh relativ viel Schaden, ne? So ist es. Er kassiert ordentlich, ne? Hier. Wenn man hier immer unter ihm bleibt, dann. Weg. Boah. Und wieder hin. Servus. Au. Goddammit. Huiuiui. Ein bisschen close jetzt, wa? Na komm. Gibt's auf den Sack hier, Kollege. Aua. Oder mir, ne? Er gibt mir einfach auf das. Oh. Jetzt kommt aber schon sehr close hier in die One-Shot-Range. So, das war die erste Phase. Sehr schön. Jetzt könnten wir uns theoretisch buffen. Das göttliche Konfekt brauchen wir jetzt hier nicht, ne? Wo ist denn hier? Warte. Wo ist das? Das hier will ich. Ja, ich weiß, die Pfeife benutze ich erst in der letzten Phase. Ich glaube, ich sollte weg, ne? Ja.
Huss! Oh wow, oh lol, ja genau, na komm. Komm her, Digga. Da muss man echt nur... Bloodborne habe ich auch schon durchgespielt. Shinryu. Und ich kann dir sagen, das Spiel ist um Welten schwerer als Dark Souls oder Bloodborne. Ja, kann sein. Musik ist laut, ist mir gerade egal. Ja, ist um Welten. Sekiro ist um Welten schwerer als Dark Souls und Bloodborne. Ja, um Welten schwerer ist, also wenn du Bloodborne schwieriger findest als Sekiro, dann weiß ich nicht. Bloodborne ist lächerlich einfach im Vergleich, finde ich. Goddammit. Komm her. Weg. Moin. Ah shit, jetzt regnet er wieder mit seinem Mist hier. Ah. Was? Hab Bloodborne nicht lange ausgehalten, hab eigentlich gehört, dass das in der leichten. Was? Dass das einer der leichteren Souls-like-Spiele sein soll. Bloodborne ist. Ja, eben, und Bloodborne und Dark Souls sind nur Ausweichen. Und Ausweichen ist wesentlich leichter als Parieren. Da brauchst du kein so gutes Timing. Na, shit. Kann ich mir gleich wieder hinlegen. Außerdem kannst du. Bei dem Boss hier zum Beispiel kann ich gar nicht nur parieren. Weil ich das hier. Bei dem kann ich fast gar nichts parieren eigentlich. Nur die Stampfattacken, glaube ich. Der Rest macht mir trotzdem Feuerschaden. Lol, wieso bekomme ich so viele Feueressenzen jetzt? What the fuck? Spielt Dark Souls mit Parieren? Wieso habe ich jetzt so viele Feueressenzen bekommen? Aber jetzt, Shin, wieso der ganze Sekiro-Hate jetzt? Das ist vom selben Macher, ne? Also Dark Souls ist jetzt echt nicht schwerer als Sekiro. Jetzt wissen wir, woher der Coronavirus kommt, der offenbar, ne? Aua. Das ist aber auch ein hässliches Vieh, ne? Wo kommt denn das eigentlich her? Na komm. Nicht wegrennen von mir. Schon da bleiben, Kollege. Oh Gott. Hui! Das ist das einzige Miese, wenn er so weit weg ist. Genau das. Genau das ist das einzig Miese dran. Und weg. Und wieder hin. Und aus irgendeinem Grund habe ich jetzt nicht getroffen. Aber okay. So, Nummer 1. Was? Weil ich selber zocken will, Mann? New Game Plus 12 ist zu öde in Dark Souls. Ja, New Game Plus ist irgendwie nur bei New Game Plus 1 und Plus 2 interessant, finde ich. Danach ist es gar nicht mehr so krass.
Also zumindest habe ich so das Gefühl gehabt. Ah, da hätte ich mich aber auch zu ihm hinziehen können, ne? Wieso hab ich ja pariert, what? Das hätte ich eigentlich parieren können müssen. Aua. Weg, 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 weg. Und hin. Moin. Wie ich ihn jetzt schon wieder fast nicht getroffen hätte hier. Ich habe eigentlich schon wieder pariert, ne? Just saying. Au. Au, shit. Kann ich nochmal? Ja, ich kann nochmal. Was war denn das jetzt? Der hat aber immer so ein bisschen Moveset, das kenne ich noch. Kenne ich noch gar nicht. Komm weg, 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 weg. Und hin, 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 hin. Moin. Ey, wie ich ihn fast nicht treffe hier. Kann ich mich... Das verstehe ich nicht ganz, wie man dem ausweichen soll. Hätte man dann, müsste man dann springen, vielleicht, und sich dann zu ihm hinziehen? Das könnte ich mir vielleicht vorstellen sogar. Grüß dich. Ah, falsche Taste. Nee, keine Ahnung, wie man das dem ausweichen soll. Aber wenn man da einfach runter und runter rennt, ne? Geht eigentlich klar. So. So, jetzt muss ich wieder weg von ihm. Jetzt macht er wieder seinen krassen Feuershit hier. Uiui. Wow. Wie ich da jetzt ran soll, ist die Frage. Aua. Nein, nicht ins... Springen wohl mal ins Feuer rein, ne? Kann man machen, kann man machen. Moin. Ja, das ist dumm gelaufen, ne? Komm her. Wenn man sich das für die dritte Phase aufspart, ne? Und dann noch genug Heilungen dabei hat, dann hat man da reelle Chancen, würde ich behaupten. So, ein drittes Mal können wir es auch noch benutzen hier. Einmal noch. So, komm her hier, Kollege. Oh, schau, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Jo. Was? Ich glaube, du solltest in dem Kreis drin bleiben. Schwerster Boss in Sekiro, Gag. Easy. Dämon des Hasses. Lapis Lazuli. Ja, also keine Ahnung. Soll jetzt angeblich der schwerste Boss in Sekiro gewesen sein für viele? Ich fand ich nicht. Also der war eindeutig leichter als viele, 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 viele anderen Bosse. Ich ruhe mich hier trotzdem mal kurz aus. Ich weiß nicht, ich glaube, die Schwierigkeit bei dem Boss kommt eher daher, dass die Leute den Fall spielen, weil sie in Sekiro schon so dieses Parieren gewohnt sind, ne? Wo sie dann den Boss grundsätzlich falsch spielen und total defensiv spielen, weil eben Parieren ein bisschen auf Defensivität aufbaut. Und... Was? und bei dem Boss kannst du einfach nicht defensiv spielen, das geht nicht. Wenn du den defensiv spielst, dann hast du automatisch verloren, weil den ganzen Shit kannst du nicht parieren. Du musst einfach nur die ganze Zeit unter ihm bleiben und ihm auf die Eier hauen, im wahrsten Sinne, und dann geht's. Vor allem, da man eine Phase fast komplett mit der Pfeife geschenkt bekommt, der ja, er hat aber auch drei, muss man dazu sagen. Na, die meisten Bosse haben nur zwei. Er hat drei. Aber ja, wenn man die... Deswegen hebe ich mir die Pfeife eben für die letzten... Grabwachsklumpen, lol, seltenes Item.
Deswegen hebe ich mir die Pfeife auch immer für die letzte Phase auf. Weil, ne, die letzte Phase ist in der Regel die schwerste. Du hast am wenigsten Heilungen übrig. Und ja. Dann hast du die letzte Phase mehr oder weniger geskippt, ganz einfach. Die alte steht da immer noch drin und chillt. Das sind hier oben. Raben. Hallo. Oh, ein Händler. Hallo. Ich habe halt 25 Geld. 25. Kürbissamen. Ne, den habe ich schon gekauft. Okay. Ich brauche eh nichts. Geh weg. So, grüß dich. Ja, ich lebe noch. Das war's jetzt? Wär's denn nicht zu sagen? Das war doch eine Quest, oder? Oh, Drachenblut. Das war doch eine Quest hier, diesen, also sie bei der Verteidigung zu unterstützen. Und das war's jetzt? Oder muss ich jetzt nochmal zurücklaufen und dem Typen sagen, jo, ich habe erfolgreich die Verteidigung unterstützt, bekomme ich jetzt was? Bin ich jetzt cool? Das ist doch tot. Ja, ich denke schon, dass der tot ist, aber ich weiß halt nicht, wie ich an meine Belohnung komme. Also ich meine, ich hätte schon ganz gern was für meine meisterhafte Heldentat hier. Ne? Für lau mache ich das ja nicht, Leute. So geht's ja nicht. Aber ich kann meine Angriffskraft noch erhöhen jetzt hier. Und ich denke, nee, da kann ich gar nicht aufmachen. So. Genau. Der Mond des Hasses. Dämon. Jo, jetzt ist die Frage, eigentlich wollten wir weiter. Wir kommen, Tal unter der Brücke war, glaube ich, das nächste. Oder nee, warte, nee. Talsperre, da. Da kommen wir weiter. Es ist halt nur die Frage, wenn ich den töte, ja? Also den nächsten Boss. Ist das dann der Endboss schon? Fragen, oh, hallo. Okay, die sind keiner guten Dinge hier. Hier habe ich eine Nebelwand. Leute, wieso kann der sich nicht umdrehen hier? Er hat 2 HP. Shit. Fragen für Fragen, ja, ne? Mit der Regenschirmprothese soll der Boss noch einfacher sein, da man seine Feuerattacken blockieren kann. Okay. Guck an, da hockt ja auch jemand. Yo. Ist jetzt ein Problem. Hallo? Jeder mal, ne? Tschüss! Ja, und jetzt? Was macht er jetzt, hm? Doof gelaufen, wa? So, geh mal hier lang. Ich meine, ich könnte theoretisch einfach da runter, ne? Weil da muss ich ja hin, zu der Tür, glaube ich. Da wäre auch der Schrein. Was, das will ich eigentlich auch gar nicht. Ich will hier weiter. Hast du dich gerade hinter die Nebelwand gezogen? Nee, habe ich nicht. Die Nebelwand ist da rechts. Weiter oben noch. Ein Stück. Wo ist denn der andere? Oh, Jesus Christ! Shit. Ja. Optimal. Top Gameplay. Meisterhaft. Dämon des Hasses, easy going, ne? Aber ich verreck an der Klippe. Wieso kann ich dich nicht töten? Jetzt kommen wieder beide an. Das ist hier irgendwie ungünstig. Ich weiß nicht, wie ich die Situation jetzt am besten angehen soll. Wie mache ich denn das hier? Der Typ ist ein Problem. Und der hat einen zweiten Kollegen da, ne? Das ist uncool irgendwie. Ich könnte versuchen,
hinwegzuziehen. Jo. Wenn ich das gerade so wie gerade mache, dass ich mich hier hinbegebe, vielleicht rennt mir dann nur der mit dem Schwert wieder nach. Oder halt auch nicht. Auf jeden Fall, da unten liegt ein Item. Das hätte ich, glaube ich, ganz gerne.